Überheblichkeit in spirituellen Gemeinschaften. Überheblichkeit kann manchmal ein Problem sein in spirituellen Gemeinschaften. Es ist immer eine Gefahr, dass man denkt, ja, wir sind besser als andere. Ja, wir sind konsequenter als andere. Wenn andere nur alle so leben würden wie wir, dann wäre alles in Ordnung. Gerade junge spirituelle Gemeinschaften haben oft eine gewisse Überheblichkeit. Sie denken, sie haben den Stein der Weisen gefunden. Sie haben die Lösung aller Menschheitsprobleme. Und sie denken, sie müssten nur alle anderen dazu bekehren. Wenn man eine Weile dann in einer Gemeinschaft lebt oder wenn die Gemeinschaft eine Weile gereift ist, dann stellt sie fest, ja, wir haben die gleichen Schwierigkeiten wie andere Gemeinschaften auch. Wenn sie dann ehrlich sind, dann werden sie zugeben, ja, Menschen sind Menschen, ob wir in einer spirituellen Gemeinschaft leben oder auch nicht. Natürlich, es gibt auch die zweite Möglichkeit. Man hält sich dann für das Auserwählte, die Auserwählten. Wir werden am Ende der Zeiten gerettet und die anderen nicht. Wir kommen in den Himmel und andere nicht. Oder wir retten die Welt vor der drohenden Vernichtung. Das ist auch eine gewisse Überheblichkeit. Natürlich, es gibt auch gute Gründe für eine gewisse Überheblichkeit. Denn wer in einer spirituellen Gemeinschaft lebt, der tut das ja, weil er wirklich konsequent sein will. Er will sein Leben für hohe Ideale einsetzen. Andere Menschen mögen sich um Reichtümer kümmern, um Sinnesfreude, um ihren Urlaub, um größeres Auto, schönere Wohnung. Man selbst will sich für das Gute der Welt einsetzen, man will Gottes Diener werden. Und man tut das mit allem. Eine gewisse Selbstzufriedenheit und Überheblichkeit kann sich da ganz natürlich einstellen. Es reicht manchmal aus, sich dessen bewusst zu sein. Wenn du denkst, überheblich, nein, das sind nur die anderen. Vermutlich ist das schon mal die größte Überheblichkeit. Überheblichkeit ist auf dem spirituellen Weg immer ein Problem, gerade wenn du konsequent bist. Aber die Bewusstheit, dass da eine Überheblichkeit ist und dass die Überheblichkeit nicht gut ist, ist schon mal gut. Schon allein dadurch, dass du dir bewusst bist, dass eine Überheblichkeit da ist, bist du nicht mehr so überheblich, denn eigentlich willst du nicht überheblich sein. Ich hoffe, du verstehst, was ich dort meine. Also, wenn du in einer spirituellen Gemeinschaft lebst, sei dir bewusst der Gefahr der Überheblichkeit. Wie kannst du sie überwinden? Durch Demut, durch Eingestehen der eigenen Unzulänglichkeiten, durch Eingestehen, dass keine Gemeinschaft perfekt ist, dass auch jede Lebensgemeinschaft, jede Gemeinschaft, jede spirituelle Gemeinschaft immer wieder neu daran arbeiten muss, die hehren Ideale umzusetzen. Immer wieder von Neuem, mit Demut. Und des Weiteren, indem man Gott dient. Wenn es gerade mal gut läuft, dankbar dafür sein. Es nicht als eigenes Verdienst ansehen, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Überheblichkeit kommt vor der nächsten Krise. Daher immer demütig sein und bewusst sein, wenn es jetzt gerade gut läuft, ist es Gnade Gottes. Wenn wir jetzt als Gemeinschaft besonders harmonisch sind, danke Gott, möge es weiter so gehen. Aber im Bewusstsein, jederzeit kann es wieder anders werden. Und so gibt einem Gott in einer Gemeinschaft immer wieder neue Schwierigkeiten, immer wieder Herausforderungen. Diese neuen Schwierigkeiten, diese neuen Herausforderungen helfen, dass man nicht zu überheblich wird. Daher, Überheblichkeit wird durch die Gnade Gottes oft reduziert durch kleinere und größere Herausforderungen, kleinere und größere Scheitern, kleinere und größere scheinbare Niederlagen. Danke dafür.